So. Dann gehen wir da mal wieder. Nein! Zurück! Ich werde es nie lernen. Ich drücke immer den falschen Knopf. Warum sind R und E auch so dicht nebeneinander? Ich könnte das auch umswitchen, aber das wäre viel zu einfach. Hier, mach mal den Mechanismus kaputt. Hallo? Und Schuss! Hau mal ab da. So, was haben wir hier? Mann. Hau doch mal ab. Was sind das denn für Leute da? Hallo? Albatros Matrosen. Ach so, hier kämpfen sie noch. Nun gut, wir haben doch wohl noch ein paar Überlebende gefunden. Aber eigentlich suche ich ja jetzt etwas anderes. Okay, ich dachte schon, jetzt fliege ich raus. Es klappt. Es war gerade ein bisschen laggy. So, hier ist auch nichts mehr. Doch, ein paar Waffenständer, warte mal. Ein Schild, den nehme ich mit. Beetlehänder lassen wir mal da. Den Beetlehänder. Wams. Das ist zwar alles in meinem Level, aber es ist meistens Oll, wenn ich das nehme. Schuss. Kann ich auch noch was aufnehmen? Ist hier noch ein Schild, ein Bogen, ein Stab? Nix. Ja, freut mich auch. Was? Persephone? Ja, Gesundheit. So, dann können wir hier mal wieder durchgehen in die große Kaverne. Kaverne oder Kaserne? Oh. Oh. Bin ich draußen? Nee. Oh, die ist wirklich groß. Nicht schlecht. Die Materialchen sinkt schon wieder. Was ist das da? Ein Rambock? Ein blauer Rambock? Das ist nicht von den, aus den Dominion. Das gehört dem... dem Ebenherzpakt nicht. Das Bündnis. Dolchsturzbündnis. Oh. Meine Verzauberung ist alle. Sagt mir gerade das Symbol unten rechts. Dann können wir einfach ins Inventar und hier wieder aufladen. Mit einem kleinen Stein, das müsste reichen. Ja. Gut. Ist das ein Bretone? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. So, sieh mal Ruhe im Puff. Hm, vielleicht da drüben. Hier sind Fische. Das sieht ja alles so halb zerstört aus. Was ist denn hier passiert? Die Belladama könnte den Durchgang im Moment nicht benutzen. Da komme ich nicht hoch. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Findet das kaiserliche Gewölbe? Ja, bin ich doch, oder? Oder nicht? Kann es sein, dass ich hier gar nicht hin muss? Oh, was ist das hier? Bin ich hierher gekommen? Nein. Wo geht's denn hier lang? Gratwald? Bin ich hier richtig? Gar keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Naja.
Egal. gut, schauen wir mal. Ansonsten. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ja, ich. Ach so, jetzt bin ich hier oben. Genau, das ist die Tür. Ach, ich muss da noch mal rein. Wir gehen noch mal runter. Vielleicht bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ich weiß es nicht. Denke ich jetzt mal einfach. Das kaiserliche Gewölbe. Ja, das müsste ja eigentlich etwas Herrschaftliches sein. Hier sind noch große Mauern. Vielleicht sollte ich mal was essen, dass ich hier nicht immer so schnell. Komm, probieren wir mal das Gemüsezeug hier. Ich gehe noch mal wieder raus. Halle der Schätze. Ach, da soll ich mit jemandem reden. Okay. Ich könnte schwören, das V habe ich vorhin noch nicht gesehen, aber okay. Bin ich da etwa zu schnell vorbeigelaufen? Hallo, ich habe dich doch getroffen. Wo ist er denn? Gut, gehe ich noch einen Schritt zurück, habe ich mich erschrocken. Sucht den nördlichen und südlichen Raum. Ein uralter Liebesbrief? Ja, nö. Ups, Verzeihung. Ich wollte nicht stören, die Damen. Er sagte, ich wollte nicht stören. Okay. Wo bin ich denn? Ach so, südlich, nördlich. Kommt der Affe da auch durch? Ja, gut, das ist ein Brandaffe, der macht das immer so. Ups, hä? Jetzt reicht's aber! Den Bauarbeitern stört es überhaupt nicht. Abschließende Beurteilung. Kaiserliche Zuflucht, die mir auch. Nee, ich will jetzt nicht mehr lesen. Abgeschlossen. So, dann gehen wir auf der anderen Seite nochmal rein. Ups, ich brenne. Waffenbericht. Kaiserliche Zuflucht, Chimäre, Waffenbericht. Die 6 Katapulte wurden verzeichnet. Alle Belagerungswachen werden gemäß der kaiserlichen Auflagen gelagert. Erwarten zusätzliche Munitionslieferungen. Einige der Feuersalze wurden durch den Transport unbrauchbar. Wir haben versucht, zu retten, was zu retten ist, indem wir deren Behältnisse entlang der Zufahrtsdocks zum Trocknen verteilt haben, trotz der Überreaktion einiger Truppführer. Deren Meinung nach ist die Sicherheit der Truppen offenbar wichtiger als das Retten entscheidender kaiserlicher Vorräte. Ach ja, Sicherheit. Allen Offizieren ist eine Reihe von Freiwilligen zugeteilt. Großhackt. Oh, was ist los? Die Nerven beobachten. Ihr seht, dass Nuttall unglaublich aufgeregt ist. Er scheint bereit, den Gang hinunter zu flitzen, doch er starrt euch weiter an. Na los.
Ja, denn. Ja, ist kein Problem. Kapitän. Ihr arbeitet schnell. Natürlich. Hulak hat uns gefunden und erzählt, was geschehen ist. Wir mussten nur der Spur aus Leichen und entschärften Fallen folgen. Hulak sagte, dass ihr nach dem Schatz gesucht habt, in den sich Braut die Bluthai so hineingesteigert hat. Habt ihr ihn gefunden? Ja, es gab eigentlich nie einen Schatz, sondern nur ein Versteck mit kaiserlichen Kriegsvorräten. Lasst mich diese Papiere einmal sehen. Moment. Bewahrungsraum? Oh nein. Braut die Bluthai hat nicht genug Meuterer, um die Albatros zu bemannen. Hulak meinte, dass er immer wieder von einer mageren Besatzung sprach. Er? Ich glaube, er meinte eigentlich eine Mannschaft aus Skeletten. Kann er das denn machen? Genau deshalb braucht er wohl meine Frau. Die Schrift auf der Rückseite der Karte von Fenir war verschlüsselt. Bis auf das Wort Konservierungsritual. Das muss es sein. Sobald sie das Ritual entschlüsselt wird, braucht die Bluthai meine Mannschaft in seine untoten Schergen verwandeln. Wie halten wir denn jetzt auf? Als wir Bootsmann Vieren das letzte Mal sahen, bewachte er den langen Gang in die große Kaverne. Wenn dieser gerissene Bastard mich kommen sieht, wird er sich zurückfallen lassen und braut die Bluthai warnen. Das ist ja Brauti, Brauti, Brauti. Brauti Bluthai ist also ein Mann. Dann stirbt meine Frau. Was kann ich denn für euch tun? Falls er nicht schon den Untoten zum Opfer gefallen ist, möchte ich, dass ihr ihn ablenkt. Da war ich gerade. Während wir uns vorbeischleichen und noch ein paar mehr Leute aus meiner Mannschaft befreien. Gut, oh, ich gehe da jetzt schon mal hin. Ich war gerade dort. Ich renne hier einfach mal vorbei. Ja, komm. In der Hoffnung, dass ich nicht zu viel Leben verliere. Ja komm, ich war ja gerade da. Es ist ja nicht so, dass ich schon dreimal durchgelaufen wäre. Gut, der interessiert sich gerade nicht für mich. Das ist in Ordnung. Ich stand direkt neben ihm. So. Da habe ich eben gerade was zu früh gemacht. Also hier durchzugehen war schon zu früh. Sprecht mit Katipen. Sprecht mit Katipen. Linwin. Jetzt sag nicht, die ist auch schon hier. Ja, mir ist auch gerade schlecht geworden. Wo ist der Kapitän? Da. Tja, ich wäre schon wieder vorbeigelaufen. Gute Arbeit dort hinten. Nuttall hat eine alte Öffnung gefunden, die zu diesem Zimmer führt. Ich denke, du stehst da hinten noch. Ich denke, ich soll das machen. Es geschafft. Meine Mannschaft macht kurzen Prozess mit den Meuterern hinter uns. Das habe ich gesehen, du hast gar nichts gemacht. Mehr in der Höhle. Ja, halten wir halt den Hai auf. Abgemacht. Aber wir müssen ihn zuerst herauslocken. Sonst wird er den Meuterern befehlen, meine Mannschaft zu töten. Und wenn er mein Gesicht sieht, ist Fenir so gut wie tot. Wir müssen diese Sache schlau angehen. Und wie locken wir ihn denn? Mit Feuer. Es gibt ein Fass mit Zunderpech an den Docks. Wenn ihr die kaiserlichen Kriegsvorräte an den Docks in Brand steckt, werden alle viel zu sehr mit dem Löschen beschäftigt sein. Das ist gar nicht so schlecht. Als dass sie sich noch groß um Braut die Bluthai kümmern könnten. Ihr wollt, dass ich das alleine mache? Wenn er sein Gesicht zeigt, rammt ihr ihm eine Klinge hinein. Hier, nehmt diese Pfeife. Blast einmal kurzkräftig hinein und meine Mannschaft wird euch helfen, gegen alle Meuterer zu kämpfen, die sich euch in den Weg stellen. Ja. Sobald sie erst einmal abgelenkt sind, halten wir euch die Meuterer vom Hals, während ihr Braut die Bluthai jagt. Viel Glück. Danke. Alles klar. Ich habe das jetzt nicht alles verstanden, aber ich werde es machen. So, wir nehmen erstmal ein bisschen Zunderpech mit. Und jetzt soll ich die Meuterer ablenken. Da unten. Ah ja. Jetzt schnell, bevor die wieder durchspawnen. Lenkt die Meuterer ab, Teil 2. Nee, 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 keine Zeit. Sie hat gesagt, ich soll mich beeilen, also beeile ich mich. So, und da hinten ist noch ein dritter irgendwo. Na, na hier. Verschnürte Feuersalze. Oh, die sind aber wertvoll. Narren, was macht ihr hier draußen? Wo denn? Nein. Halt, das ist meiner, den habe ich gerade geholt. Ich will den besiegen. Hä, wo ist er denn? Ihr habt einen langen Weg auf euch genommen, um zu... Hat der Captain euch dazu aufgestachelt? Ich werde sie eigenhändig umbringen. Halt. Glaubt ihr, wenn
Bevor ich fertig bin, werdet ihr Bekanntschaft mit dem Blut haben. Habe ich gesehen. Rettet Fenje. Wo denn? Da hinten. Oh, jetzt muss ich da rein. Ich beeile mich mal ein bisschen, nicht, dass die noch in Nöten ist und sie jetzt um Hilfe, Hilfe ruft. Gehen wir mal da rein, wo wir vorhin schon rein wollten. Gleich als erstes. Belladama. Heißt das nicht Belladonna eigentlich? Na egal. Wir müssen hier raus. Ja, dann komm doch mal. Ihr versteht das nicht. Er ist verrückt. Er ist tot. Er wird versuchen, die Untoten zu kontrollieren. Er ist tot. Dann ist es vorbei. Die Meuterer werden auf keinen Fall ohne ihn kämpfen. Ich hab doch gesagt, gegen er ist tot. Ende machte er selbst seinen treuesten Seeleuten Angst. Habt ihr Kapitän Linven gesehen? Ja, sie ist vor... Ja. Da. Den Göttern sei Dank, wenn ich die verfluchte Karte zu diesem Ort doch nur verbrannt hätte. Aber vielleicht gibt es hier noch etwas zu retten. Das Dominion wird eine Höhle voll mit kaiserlichen Kriegsvorräten zu schätzen wissen. Das sollte reichen, um eine volle Begnadigung und einen Kaperbrief zu erhalten. Eine volle Begnadigung? Wofür? Ihr müsst doch von unseren Überfällen entlang der Langküste gehört haben. Nun, das liegt alles hinter uns. Der Schatz wird unsere Weste reinwaschen, damit wir unser Können in Zukunft als Teil der Flotte der Königin unter Beweis stellen können. Ja. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Wir sehen uns draußen. Bevor die mich noch weiter zu textet, sehen wir uns draußen. Oh, eine Kiste, die nehme ich nochmal mit. Sehr schön. So, mal sehen. Ein Seelenstein. Ja, ist alles Schrott. Ich nehme das mal mit. Und hinaus spaziert. Bücherregal. Alles klar. So. Wenn ich den Quest jetzt abgegeben habe, mache ich aber auch Aufnahmenpäuschen. Ich habe schon viel länger aufgenommen, als ich wollte. Oh, jetzt sind die alle freundlich. Okay. Wahrscheinlich, weil der Boss tot ist. Hm. Sprecht mit Laras. Ich dachte, ich muss noch mit der Linven reden. Na. Das mit den Laras ist aber was anderes. Wieso sind das hier wieder feindliche? Großartig. Vielleicht sterbe ich ja jetzt. Warte. Das ist jetzt nicht so schön. Danke. Hui. Kommen die alle her? Ich wollte nur raus hier. Hier lang? Ich versuche ja bloß mal rauszukommen. Also wenn der Quest abgeschlossen ist, wie gesagt, dann mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal vielleicht erst in Eldenwoods wieder. Ich werde ein bisschen offline machen. Ich muss ja auch mal irgendwie weiterkommen. Wenigstens ein Stückchen. Auch wenn das alles sehr schöne Quests sind. Also ich möchte auch am liebsten überall mitnehmen. Die anderen sind schon traurig, dass ich nicht mehr mitspiele. Das liegt aber auch daran, dass sie schon viel weiter sind als ich. Weil ich dann meistens auch warte. Entweder auf euch oder weil ich ganz einfach die Zeit nicht habe. Und ich sie mir dann nehme, wenn ich halt meistens auch dann aufnehme, damit das dann auch zusammenpasst. Ich will euch, will ich ja mitnehmen. Ja, ich... Mist, jetzt kommt die Tür. Hör doch mal. Ja. Hallo. Ist hier bald mal Ruhe? So. Na gut, dass ich gerade noch die großen geholt habe. Okay. Geschafft ist geschafft.
würde ich sagen. Ja gut, dann machen wir halt das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Elder Scrolls Online bei oder in Elden Woods. Ich schaue nochmal, ob Kapitän Linden hier irgendwo rumsteht. Die hätte uns ja wenigstens mal Tschüss sagen können. Die stand aber nirgendwo. Oder? Ich glaube nicht. So. Nee, die stand nirgendwo. Ich kann nochmal gucken, ob ich das gerade erfüllt habe. Der wandernde Musikant, der große Baum. Das mache ich vielleicht alleine. Sprech mit Kapitän Linden, habe ich doch. Ich... Wo ist sie denn? Die ist da noch drin. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Bin nochmal durchgelaufen. Jetzt müsste die ja hier irgendwo rumstehen. Toll, da steht sie. Bin ich ja schön dran vorbeigerannt vorhin. Na gut, ist ja auch schon spät. Die Verräter haben ihren Kampf verloren, ich hab dich sobald gesucht. Ihr Braut die Bluthai getötet hattet. Ich hätte sie alle gehängt, aber Fenir sagte, dass einige dazu gezwungen wurden. Trotzdem brauchen sie eine Bestrafung. Gut, was macht ihr jetzt? Was wir von Anfang an vorhatten. Sobald wir Listen mit den Waffen und Vorräten hier angefertigt haben, legen wir sie dem Talmor vor. Falls ihnen gefällt, was sie sehen, werden sie uns Amnestie gewähren und uns zu einem Teil der Flotte der Königin machen. Fenir meinte, ihr wärt Korsaren. Das waren wir auch, aber diese Tage sind für uns vorbei. Ich hätte erkennen müssen, dass wir das Gebraut die Bluthai niemals sein werden. Das Tragische an der Sache ist, dass er ein ausgezeichneter erster Maat war. Bis die Aussicht auf einen Schatz ihm wohl den Verstand raubte, schätze ich. Was werdet ihr mit den Meutern dann machen? Die Rädelsführer werden gehängt. Und der Rest, der dazu gezwungen wurde? Sie können gehen, sofern meine Mannschaft nicht anderer Meinung ist. Ich muss jetzt etwas Zeit mit Fenir verbringen. Schaut bei Bulak vorbei, bevor ihr geht. Er hat etwas für euch zusammengekramt. Das ist unsere Art, Danke zu sagen. Wie meinen? Es ist vielleicht nicht viel, aber Bulak hat eine Belohnung zusammengekratzt. Wir können euch nicht direkt mit Katapulten bezahlen. Nicht, wenn uns das Dominion aufnehmen soll. Was ihr für uns getan habt. Hätte ich aber gerne, Mann. Wir werden es nicht vergessen. Warum habt ihr euer Schiff Albatros getauft? Weil der Albatros der größte Unheilsbote ist, der mir einfiel. Der Anblick dieser Vögel jagt Seeleuten von einem Ende Tamriels bis zum anderen Albatros? Große Angst ein. Okay. Man könnte glatt meinen, sie wären dädrische Fürsten mit Flügeln. Warum nennt ihr euer Schiff nach einem Pechvogel? Ich wollte nicht, dass mein Schiff voller abergläubischer Narren ist. Ich habe das Schiff gar nicht gesehen. Wo ist das denn? Oder verfluchtes Gold in Schatzkisten jammern. Ich wollte eine standhafte... Auch nicht vergessen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Uns das Leben zu retten, ist schon ein bisschen mehr. Was gemacht? Ich werde diesen Bereich auf jeden Fall jetzt auch offline erkunden, damit ich auch ein bisschen weiterkomme. Und dann sehen wir uns irgendwie in Elden Woods wieder.